Bei mir ist Alex Bossert, Trainer der Rhein-Neckar Löwen. Glückwunsch, Allah, danke, zu diesem Sieg, 36-32. Wie fällt dein Gesamtfazit aus, bevor wir auf die einzelnen Spielteile mal gucken? Ja, das ist ja immer so ein bisschen, dass das übrig bleibt im Kopf, wie es dann zu Ende geht. Und Überschrift für die zweite Halbzeit ist nicht schön, aber erfolgreich, würde ich sagen. Und erste Halbzeit haben es die Jungs richtig, richtig gut gemacht. Und das ist ein bisschen schade, weil da haben sie es so toll gemacht, dass es schön gewesen wäre, jetzt mit einem besseren Gefühl rauszugehen. Aber wenn uns vor dem Spiel einer gesagt hätte, wir holen das Ergebnis, dann hätten wir es auch unterschrieben. Also, zwiegespaltenes Herz heute. Aber dann lass uns mal auf die guten Dinge schauen. In der ersten Halbzeit 2010, ihr habt auch den VfL minutenlang kein Tor erzielen lassen. Super Abwehr, die standen lange bei 7 Toren, haben es dann noch auf 10 geschafft und vorne sind die Tore reingegangen. Lief alles optimal dann? Kann man das sagen? Absolut. Der VfL lebt insbesondere von seiner zweiten Welle und da von der halblinken Position mit Niklas Roh. Das haben wir heute sehr, sehr gut im Griff gehabt. Und wir waren in der Abwehr beweglich, wir waren antizipativ super unterwegs, haben Bälle rausgefangen, hätten noch die Möglichkeit gehabt, in zwei klaren Gegenstößen noch höher zu führen. Aber das wäre das auch das Schöne zu viel gewesen. Ja, und umso blöder haben wir uns in der zweiten Halbzeit gegen das 7 gegen 6 angestellt. Ja. Du hast erwähnt, Bälle rausgefangen. Wir haben jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube 6, 7, 8 Steals, die da waren, erfordert ja auch immer die Aufmerksamkeit, gewisses Risiko auch. War das auch der Plan heute oder hat sich das so ergeben?
Das war der Plan, wobei ich sagen muss, dass der VfL dann auch zwischendurch halt nicht die Ballsicherheit an den Tag gelegt hat, die man sonst von ihm gewohnt ist. Und wir haben es dann in der ersten Halbzeit auch geschafft, die Schützen vom VfL in schwierige Wurfpositionen zu bringen und Mats da maximal zu unterstützen. In der zweiten Halbzeit kann ich Mats auch keinen Vorwurf machen. Es waren sehr, sehr viele Kreiswürfe, die dann da kamen. Da war es dann für ihn auch schwierig. Ja. Es war ja heute das Debüt, Rückkehr von Jan Kraft. Wir hatten Lukas Sauer beim Spiel gegen Leutershausen im Dezember. Vielleicht kannst du für die Zuschauer noch mal kurz zusammenfassen, warum kam es jetzt zu diesen Verpflichtungen? Rückkehrer waren ja beide schon bei den Löwen. Ja, die Geschichte von Lukas Sauer, die wurde in den Medien, glaube ich, hoch und runter schon publik gemacht. Und dementsprechend gab es für uns dann die Möglichkeit, dass wir Lukas hierher holen, als jemand, der ein bisschen älterer, erfahrener Spieler ist. Ich hatte es jetzt noch nach dem Spiel mit ihm. Er hatte eine Achse mit dem Kreisläufer in Schwetzing und es ist jetzt seine Aufgabe hier, auch diese Achse wieder aufzubauen. Dann sieht es mit diesen Pässen auch ein bisschen besser aus, wie es jetzt in der zweiten Halbzeit aussah. Und Jan Kraft ist es einfach so, dass er hier auch Kronau vermisst hat. Er hat super Zeiten hier erlebt, hat hier seine Freunde und hat sich Heimweh gespürt in Willstedt und dann gab es die Möglichkeit, auch Jan zurückzuholen und ich finde, er hat es heute richtig, richtig toll gemacht und es freut mich für ihn, dass er wieder hier ist und auch mit so einem Einstand zurückkehrt. Ja, und man hat gespürt, er fühlt sich pudelwohl hier bei den Löwen. Das war der Sieg der Löwen. Danke dir, gerne. Alex. Schönes Wochenende. Genau, morgen, ja, Wochenende, Stichwort für morgen. Wir können es auch gerne nochmal einblenden. Das Spiel gegen HSV Hamburg Handball U19. Wichtiges Spiel in der Meisterrunde der Jugendbundesliga. Wir drücken die Daumen, wir sind dabei und freuen uns auf einen Sieg auch der U19. Schönen Samstag. Ansonsten, schönen Samstag. Ciao aus Kronau.